Und damit begrüße ich euch und sage Hallo zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind mittlerweile hier in diesem Lagerfeuer der letzten Folge angekommen und kurz davor in der sibirischen Basis hier einzudringen. Also sowjetischen Basis, Entschuldigung. Und wir hatten natürlich auch Gesellschaft von einem Mädel, das wie Mirida, Legende der Highlands, aussah. Aber egal, wir werden jetzt Seilrutschen machen. Wusch. Natürlich fällt mir heute so ein Drecks aufgefallen. Wo war das jetzt? Hier hat immer gerade geglitzert. Hier hat gerade irgendwas geglitzert. Glitzis. Hier war doch immer gleich Glitzis. Ah, da. Da hat sie geglitzert. Hab's gesehen. Jawoll. Was haben wir denn hier schon? Das ist eine Tür. Kommen nicht rein. Okay. Und dann geht's wohl offensichtlich nur in eine Richtung. Und ich hoffe, dieses Mädchen, was wir begegnet sind, dass es uns nicht feindselig gegenüber gesinnt ist. Linke Maustaste. Gedrückt halten aus Holz und Federn. Also ich bin voll. Offenbar. Ich kann nichts für ihn tun. Lass mich jetzt mal mit. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Boah, ich muss sagen, was hier vorgelesen wird, ist das richtig, richtig gut. Das ist wie in so ein Hörspiel, muss ich sagen. Das ist nicht schlecht. Richtig Emotionen reingefügt. Hey, hört mich jemand? Wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Naja, wirst du was ganz anderes in Gang kriegen, mein Freund. Komm her, damit ich dich ummieten kann. Na komm schon. Mit Objekten so, ablenken. Nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern? Am Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Sieht aus, als hätten die Sowjets vertrieben. Vielleicht ein gutes Zeichen. Wenn die was schützen, das in dem Berg versteckt ist, dann sind wir genau richtig. Also, weißt du, wonach wir hier suchen? Nein, die Info ist nicht fürs Fußvolk. Aber es muss was Wichtiges sein. Die fahren hier ganz schön was auf. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr im Einsatz. So was Großes war nie dabei. Das ist die größte Operation seit der Insel. Aber das war eine Säuberungsaktion. Das hier ist was ganz anderes. Willst du einen Rat? Halte dich bedeckt. Stell nicht zu viele Fragen. Ui. Was muss ich jetzt machen? Ich muss irgendwie ablenken, ne?
Scheiße! Halt! Uff, das war knapp. Ah. So, erstmal Zeug genommen. Noch mehr Flaschen. Die halten sich offenbar damit warm. Hm. Müssen wir weitergehen. Absa. Untersucht sie. Mehr von ihnen. Ein Hubschrauberlandeplatz. Trinity. Sind wir sicher? Habe seit ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Was soll ich denn jetzt machen? Was zur Hölle will der hier unten? Oh. Wow. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, sir. Nur die Roten sind Feinde, offenbar. Okay. Shit. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Das hier ist ein Fehlschlag. Uiui, was machen die denn da alles? Ich habe ganz keinen Bock, mich wir durchzukämpfen. Ja. Mich durch einmal durchschleichen. Boah, Lara hat ihm das Genick gebrochen. Versucht den Mann erstmal da oben zu killen. Wow, das hat geklappt. Mit einem Schuss. Weil Lara nicht mehr festhalten konnte. Noch jemand hier? Nein. Doch, da ist noch jemand. Ach, den habe ich total übersehen. Bam. Noch irgendjemand? Nein. Niemand mehr. Gib mal euer Zeug her, was ihr jetzt so in den Taschen habt. Mann. Kiste. Ganz viel Zeug, ganz viel Zeug. Hab ich schon ausgenommen? Ich habe ich schon ausgenommen. So. Was zum. War noch was? Achso, die Flaschen. Nö, ich kill sie lieber. Kann ich das Terminal nicht hier einfach hier benutzen? Hm. Dann würde Lara an viel mehr Informationen vielleicht kommen. Liegt hier noch irgendwas? Ja, da liegt noch was. Zum Looten.
haben wir denn da? Noch eine Kassette. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Klang wie eine Nachricht für uns. So. Pfeile. Ah, ich bin voll. Ach, aber dich wollte ich ja noch ausplündern. So. Geplündert. Und bam. Teil, halbautomatische Pistole. Neue Ausrüstungsteile erhalten. Jawohl. Möchte ich da hochklettern? Oder... nee, da ist eine Leiter. Ah, komm schon. Na komm schon. Nein, Quatsch. Weiter geht's. Wow, das war knapp. So. Das kriegen wir doch locker hin. Geht doch. Oh, das kann man auch wieder benutzen, um aufzuheben und wegzuschmeißen. Ah, hoffe ich, dass hier natürlich keiner ist. Jawohl. Rechte ziehen, linke verwerfen. Aha. Also wie im ersten Teil quasi alles. Finde ich sehr schön. Ups, Moment mal. Da lang. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Herr Schiessi! Wir regeln. Eine Pistole. Aber erstmal nehme ich das hier. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Ah. Ihr habt vielleicht ein paar Treibstoff-Tanks zerstört, aber das tut uns nicht mehr. Glaubst du, ihr könnt uns lange aufhalten? Da ist jemand in Gefahr. Na, wer kennt überhaupt zu? Wir haben keine... Ach so, wir sollten also doch tatsächlich... Agios Soteos, Agios Prophetes,
Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein. Verdammt. Kann ich hier in das Terminal? Nein, kann ich nicht. Schade. Bam. Was haben wir hier Schönes? Wählen Sie bis zu einem... Ah, okay. Was haben wir hier? Okay. Kann ich nichts nehmen? Schade. Und dieses Objekt ist benötigt einen Dietrich. Und wie kriege ich einen Dietrich hier? Wo kriege ich jetzt einen mit einem Dietrich her? Wo kriege ich jetzt bitte einen Dietrich her? Ich habe doch keine Ahnung, wo ich einen Dietrich herbekomme. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, wechseln wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht? Nein. Wie könnte das jemand... Er drückt ihm die Augen aus. Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Gott. Oh Gott! Bitte! Was machen wir mit ihm? Nein! Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Das Ventil hat wohl versagt. Okay, dann schließen wir's. Oh Mann. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Scheiße. Bam. Wieso kann Clara nicht an diese Terminals ran? Das wäre viel origineller. Wir würden jede Menge Informationen rankommen. Meine Augen! Hilfe! Ja, sind die ausgedrückt. Was für ein Arschloch.
Jetzt irgendwas gerade geglitzert. Ich meine, da hat doch gerade irgendwas geglitzert, oder? Aber da ist nichts. Besser wär's. Er kann eh nichts mehr sehen. Nehme ich mal mit. Boah, drückt dem einfach mal die Augen aus. Das ist echt ekelhaft. So etwas. Komme ich jetzt hier raus? Das ist die Frage. Brennbare Barriere in weißen Helmen kann Öl angezündet werden. Ah, Moment. Okay. Was du nicht. Es gibt kein du nicht. Es gibt nur ihn. Es gibt nur ich. Ja, komm her. Das war sehr gut. Oh, er ist verkohlt. Tja, das passiert schon mal. Spontane Selbstentzündung und so. Aber den Knall muss man doch gehört haben. Neues Basislager entdeckt, wir waren Betriebshof. Oh, dann benutzen wir das Lager. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Okay, machen wir erstmal hier ein bisschen aufwerten. Machen wir das mal. Gut. Machen wir jetzt mal ein paar Upgrades. Ausrüstung. Jägerköcher. So, auch mal gemacht. Munition. Giftpfeile. Geräuschlose Pfeile. Hohlspitzengosse. Okay. Also, weiter zurück. Waffen-Upgrades. Jo. Mündungsbremse. Gut. Aber ich muss immer noch Zeug aufsammeln. Ganz viel Zeug, damit ich alles hier upgraden kann.
So, wechseln wir mal das Outfit von Lara. Unsterblicher Wächter. Interessant. Okay, dann würde ich sagen, ich beende jetzt hiermit die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen zu Rise of the Tomb Raider. Ciao.